Ja, es geht um die trigonometrische Gleichung 2 Sinus Quadrat x plus Sinus x gleich 0. Wie macht man das? Wir klammern ein Sinus x aus. Und bleibt noch stehen Minus x mal 2 Sinus x plus 1 gleich 0. Die 1 kommt von dem Sinus x. Da darf man nicht vergessen, dass da noch was übrig bleibt. So, dann wenden wir den Satz von Nullprodukt an und erhalten zwei Gleichungen. Welche sind das? Sinus von x gleich 0 und 2 Sinus x plus 1 gleich 0. Und die obere Gleichung, da wissen wir, da ist das x1 gleich 0 plus 2k Pi und das x2 ist? Pi minus Pi. Pi minus 0 plus 2k Pi, also Pi plus 2k Pi. So, die zweite Gleichung, die wir haben, ist 2 Sinus x plus 1 gleich 0 oder 2 Sinus x gleich minus 1 oder Sinus x gleich minus 1/2. Also kriege ich fürs x3 den Arcus-Sinus von minus 1/2 und das minus Pi Sechstel plus 2k Pi raus. Und für das x4, das ist dann Pi minus minus Pi Sechstel, das ist 7 Pi Sechstel plus 2k Pi. So, und jetzt schreibe ich die Lösungsmenge auf. Und die Lösungsmenge ist die Menge aller x-Element R. Für die gilt x1 gleich. Und da haben wir ja gesagt, können wir auch kpi nehmen. Ich schreibe das kpi jetzt hin. Kpi oder x2 gleich minus pi Sechstel plus 2kpi oder, das ist eigentlich x3, x4 gleich 7pi Sechstel plus 2kpi für alle k, die ganzzahlig sind. Das wäre die Lösungsmenge. Und jetzt wollen wir uns noch die Lösungsmenge im Intervall 0, 2 Pi anschauen. Und da wissen wir, vom ersten Teil gibt es da dann drei Ergebnisse. Da gibt es das Ergebnis 0, dann Pi und 2 Pi. Da gibt es drei Ergebnisse. Es gibt drei Vielfache, ganzzahlige Vielfache von Pi, die im Intervall 0, 2 Pi liegen. Das ist 0, Pi und 2 Pi. Jetzt bei dem ist das problematisch, weil minus Pi Sechstel ist ja gar nicht im Intervall 0, 2 Pi. Das muss ich also ins Intervall 0, 2 Pi reinschieben. Ich muss also für k gleich 1 einsetzen und habe dann 2 Pi minus Pi Sechstel und das sind 11 Pi Sechstel. Und der hier, der liegt aber drin und dann habe ich hier noch die 7 Pi Sechstel. Und das sind die Lösungen dieser Gleichung im Intervall 0, 2 Pi.